Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Follow-Around. Wir haben den 15. Oktober und leider den letzten Tag unserer Herbstferien 2017. Wann ich dieses Video schneide, wann ich es hochlade, keine Ahnung. Aber ihr werdet es ja jetzt sehen, wenn ihr es seht, logischerweise. Und die Ponys habe ich eben schon geputzt. Heute haben wir richtig schönes Wetter, nachdem es die letzten Tage und allgemein richtig viel nur geregnet hat. Ist heute mal wirklich sehr schönes Wetter mit Sonnenschein und ja, wir haben vor, einen kleinen Deichausflug zu machen. Ja. Und nehmen euch da ein bisschen mit. Becky ist auch mit dabei. Hallo. Becky macht noch ein paar Fotos. Und ja. Ja. Mal sehen, was aus diesem Video so wird, wie viel ich euch heute mal mitnehme. Ob ich nur den Deichausflug filme oder noch ein bisschen danach, werdet ihr ja sehen. Auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und es ist zwar schönes Wetter, aber das Gras ist noch richtig nass. Sieht man vielleicht auch an den Schuhen. Alles nass. Bei Becky auch. Ja. Also es hat wirklich ziemlich viel geregnet und soll ab nächste Woche wieder regnen. Das heißt, wir versuchen den Tag heute bestmöglich zu nutzen. Und bei uns fliegen heute richtig viele Marienkäfer rum. Ich weiß gar nicht, wieso das so viele sind. Da ist der Shady. Da ist die Schneewittchen. Hallo. Und die beiden haben vom Putzen noch das Halfter auf. Hier hört man mit beiden zusammen auf den Deich, das haben wir so noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren wird, aber werden wir ja sehen. Weil so breit ist es da oben drauf, finde ich. Aber wir gucken mal. Zur Not brechen wir es halt ab und gehen einzeln. Aber wir probieren es einfach mal aus. Und bei dem warmen Wetter sind die Mücken und Blitzen leider wieder schlimmer geworden. Das heißt, ich habe jetzt doch noch ihre Decke aufgemacht, die langsam kaputt wird. Ich werde mir zu Weihnachten eine neue wünschen oder wünschen müssen. Aber wie gesagt, Preis-Leistung dieser Decke ist super. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Decke ist super. Und wie man sieht, wurde hier die Weide gemäht bei uns. Und hier wird Silo gemacht. Und viele werden sich wieder fragen, warum hältst du deine Pony so kurz? Aber wenn ich sie lang lasse, presse ich einfach so. Krass, sieht man ja. Das heißt, das ist eine ewige Baustelle, daran üben wir immer weiter. Dass man es schafft, immer lockerer über die Weide mit den Beinen zu gehen. Aber dieses halb abgemähte, halb getrocknete Gras, das sind wirklich nicht fressen, deswegen halte ich es lieber etwas kürzer. Und sonst ist halt, wie gesagt, sofort der Kopf im Gras. Und wir wollen ja sozusagen arbeiten und keine Fresspause einlegen. Ja, das mal ganz kurz zur Erklärung dazu. Und ja, mal sehen, wie das jetzt so wird. Spannende Sache. Schafe gucken auch alle voll komisch.
waren schon mal zu zweit auf dem Deich, aber halt nicht ich mit ihm zu zweit auf dem Deich. Also zu zweit, dass wir halt auch zwei Personen hatten, die sie geführt haben. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ich mit ihnen zusammen gehe, also nur ich mit ihnen zusammen gehe, um das mal verständlich zu machen. Dankeschön an Becky. Immer wieder gerne. Bussi. Hab ich noch ein Bussi von dir? Nele. Hier kann ich so schön wieder lang lassen, weil hier kein Gras ist. Für wen ist der denn? Für Emil? Nein. Dankeschön. Für Schlüsselchen im Feld eine Gärte. Ach so. Die Huflegerin war übrigens am Mittwoch bei uns und hat Schneewittchen und Schaltis Hufe wieder schick und wieder ordentlich gemacht. Es war wirklich ein richtig, richtig, richtig schöner Deichausflug. Und dafür, dass wir das so zum ersten Mal gemacht haben, haben sie das so toll mitgemacht. Also klar, die Baustelle ist halt immer noch dieses zum Gras ziehen und so. Ist halt auf Dauer ein bisschen anstrengend, wenn immer oder oftmals Zug auf dem Halfter und auf dem Strick ist. Aber daran werden wir weiter arbeiten und ja, ist ja auch normal, pressen ist wichtig. Ne? Wenn das alles Schokolade wäre, würde es mir wahrscheinlich auch so gehen. Ja, und ansonsten haben sie das so gut mitgemacht. Wir konnten zusammen auf dem Deich auch traben und unten zusammen galoppieren und haben Boote gesehen und so. Also wirklich super und bei dem tollen Wetter so ein toller Ausflug mit meinen beiden Besten oder mit meinen beiden Mitbesten. Ich bin ganz, ganz stolz und freue mich. Ja, und Becky hat auch noch ein paar sehr, sehr tolle Fotos von uns fotografiert. Auf jeden Fall nochmal hier danke an dich, dass du mit warst. Ja, und meine kleinen Hasis kriegen jetzt ein bisschen was zu essen und dürfen den Tag dann noch weiterhin genießen. Feines Bleib! Nein, ich will dir nicht das Blatt essen! Ihr kleinen Schlawiner. Und dieses Jahr war das Feld dort hinten kein Stoppelfeld, sondern eine Wiese. Deshalb hatten wir dieses Jahr auch keine Stoppelfeldsaison in dem Sinne. Wir waren trotzdem dort hinten auf der Wiese. Allerdings war ich dann mit jedem Pony zweimal einzeln sozusagen. Und naja, dafür haben wir dieses Jahr einen richtig schönen gemeinsamen Deichausflug gemacht. So, ist feines Bleib. Gut. Klasse.
Und brave Ponys bekommen einen Keks, einen Ponykeks. So, jetzt lasse ich gerade Emil raus, der freut sich bei dem guten Wetter. Und er ist schon sowas von groß geworden, es ist echt verrückt, wie schnell sie einfach groß werden. Aber er ist immer noch so ein süßes Baby. Netto? Und ab geht's über die frisch gemähte Weide. Ja, und er macht das mittlerweile schon richtig gut, dass er auch länger alleine draußen bleibt und mitkommt und ja, sich dann zum Beispiel bei den Ponys vor den Zaun legt, wenn ich die bewege und dort zuschaut. Oder halt bei meiner Tante vors Haus liegt und dort wartet. Oder einfach hier so frei rumläuft. Also das klappt auf jeden Fall schon richtig, richtig gut und er entwickelt sich einfach wirklich super. Ja, ich rede mit dir. Oder eher, ich rede über dich. Das Wetter ist auf jeden Fall so, so schön und das Licht hier auch. Also das Licht bei den Ponybildern erst war auch mega schön, aber dieses leichte Abendlicht ist auf jeden Fall auch mega schön. Man könnte halt nicht dauerhaft Bilder machen, aber ja, so viele auf einmal braucht man ja dann auch nicht. Und ich habe jetzt so viele neue Ponybilder zum Posten, die auch sowas von schön sind. Da langt das auch erstmal. Und ja, das Licht ist trotzdem mega, mega schön und ich genieße die Zeit hier draußen wirklich sehr. Da sieht man nochmal die schöne Sonne. So, so schönes Wetter heute. Ist man sowas von motiviert und ja, wenn es so oft regnet, das ganze Jahr durch und dann mal so schönes Wetter ist, ist sowas von toll. Ja, einfach wunderbar. Jetzt wird erstmal gebüttelt. Ich denke mir auch immer, solange ich und die Ponys sich irgendwann mal in so ein Loch treten, was von Emil gebuddelt wurde, geht's doch. Aber das bringt Spaß. Du sitzt auf mir. Das passt doch nicht mehr. Oh. Du kannst nicht auf mir sitzen. Jetzt sind wir bei den Ponys. Die stehen auch draußen bei diesem schönen Wetter. Nein, sie stehen nicht getrennt. Rein theoretisch könnten sie da längs gehen und zusammenfressen, aber soll wohl gerade so sein. Ich meine, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, jetzt bei diesem Sonnenuntergang auf dem Deich zu laufen und dort Bilder zu machen, aber ist ja nicht so, dass man das nicht auch noch machen könnte. Wir haben heute auf jeden Fall die Mittagssonne auch sehr gut genossen. Vor allem jetzt beim Sonnenuntergang sind viel mehr solche Mücken und Gnitten unterwegs. Und die nerven einen auch jetzt etwas. Also ich habe dann ganz gern so eine lockere Kapuze auf, damit mir nicht der ganze Kopf wie sonst was juckt. Echt. Also sieht schön aus auf dem Video, aber in real life ist das doch etwas anstrengend. Aber die Sonne ist dafür umso schöner. Also da macht man das doch gerne für. Oder dafür hält man das doch gerne aus. So, jetzt sind wir auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Ich habe euch heute so ein bisschen auf unseren Deichausflug mitgenommen, der super, super schön war und einfach traumhaft schön und wunderbar und meine Ponys haben das so toll mitgemacht, also ich bin wirklich richtig, richtig stolz und froh darüber. Ja, und so ein bisschen ja, mit Emil mitgenommen, also durch meinen Herbstferienalltag. Morgen geht ja leider die Schule wieder los, das heißt, ich muss noch so ein paar Hausaufgaben machen und so. Und eigentlich wollte ich heute auch noch ein Video schneiden oder zumindest mein bearbeitetes Video mit Fotos und Clips aus den letzten Monaten, die sich so angesammelt haben, zu Ende schneiden. Aber das werde ich, denke ich, mal auf einen Tag verschieben, wo es wieder regnet. Passiert halt leider dieses Jahr relativ häufig. Und ja, deshalb werde ich heute einfach den Tag weiterhin draußen genießen und halt noch die Schularbeiten machen, weil das muss halt zu morgen gemacht werden. Und selbst wenn ich es dann irgendwann heute Nacht mache, so ungefähr. Ja, und das bearbeitete Video werdet ihr jetzt sicherlich schon gesehen haben, wenn ihr dieses Volume 1 seht. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das alles hochlade und schaffe, fertig zu schneiden, aber
Das habt ihr dann sicherlich schon gemerkt. So, wir springen jetzt circa einen Monat. Wir sind jetzt nämlich schon im November. Und ja, eigentlich würde jetzt eine Szene folgen, wo ich noch weiterhin was erzählt hätte über Merlin allgemein, über seinen Tod und über die ganzen Dinge. Aber wenn ich das hochlade, ich habe euch ja am Anfang des Videos schon gesagt, es wird nicht gleich hochgeladen. Ich muss natürlich erstmal Zeit finden, das zu schneiden. Wenn ich das jetzt hochladen würde, wäre es einfach nicht mehr aktuell, nach dem Ganzen, was noch alles passiert ist. Also ja, die meisten, die hier jetzt einen YouTube-Kanal gucken, werden sicherlich auch mal bei Facebook oder Instagram oder so vorbeischauen und dort ein bisschen mehr up-to-date sein sozusagen. Ja, das heißt, die meisten von euch werden wissen, dass Merlin, mein Kater, verstorben ist, was natürlich auch schon richtig schwer war. Aber wie gesagt, es ist halt nicht mehr up-to-date, weil Peter, mein Kaninchen, auch gegangen ist. Er war 12 Jahre alt. Irgendwann ist es soweit und jetzt auch noch ganz plötzlich Liska auch noch. Jedenfalls, ja, wollte ich das Video jetzt nicht so hochladen und einfach so lassen, weil es überhaupt nicht mehr up-to-date wäre. Man weiß natürlich nicht, was noch alles passiert, bis ich das jetzt hochlade und ich werde nicht noch ein Update drehen. Aber man lebt natürlich schon so ein Stück weiterhin in Angst dann einfach, ne? Wenn vier solche Dinge in einem Jahr passieren, ist es einfach zu viel auf einmal. Jedenfalls weiß man ja, irgendwann muss früher oder später jeder von uns gehen und es ist nun mal, wie es ist, aber so viel auf einmal ist einfach echt nicht zu verkraften und es ist schwer zu verkraften. Es ist natürlich einfach echt zu viel auf einmal. Und klar, das Positive siegt, es geht weiter. Ich habe noch meine weiteren Besten, die mir einfach Kraft geben, die mir zeigen, man muss weitermachen für Freunde, für Familie, für sein eigenes Leben, für seine weiteren Besten, aber ich realisiere das alles gar nicht. Ich kann, werde und will das auch nie richtig verstehen. Und es ist so, als wenn ich neben mir stehe und das alles so an mir vorbeizieht, ob positiv oder negativ. Ich denke so, wow, ist doch alles wie ein Traum, ist echt bekloppt. So. Ja, dass einfach vier geliebte Tiere dieses Jahr gegangen sind, ist natürlich echt einfach schwer. Aber wie gesagt, in diesem Video kommen Peter und Liska halt auch noch vor und das werde ich jetzt auch noch so lassen, das werdet ihr gleich sehen, weil mein Tag ging ja halt so weiter, dass ich die Kaninchen dann gefüttert habe. Von daher, ich wollte es einfach nicht unkommentiert lassen und jetzt auch nicht so hochladen. Von daher werdet ihr das jetzt noch sehen, ist mir auch wichtig. Und an sich würde ich natürlich auch für die mega gerne Abschiedsvideos schneiden, das habe ich in dem Clip an dem Tag schon gesagt. Natürlich jetzt nur auf Merlin bezogen, nun sind es leider noch zwei weitere Tiere mehr, womit ja keiner so gerechnet hatte. Jedenfalls, ja, so ein Abschiedsvideo kostet natürlich sehr viel Zeit, das möchte man auch ordentlich machen. Und da muss man halt wirklich sehr viel Energie und sehr viel Emotionen reinstecken und die Kraft habe ich nun mal nicht und schon gar nicht das für drei Videos zu tun. Wer weiß, vielleicht will ich das irgendwann machen und ich finde es natürlich auch mega schön, die ganzen oder viele Erinnerungen innerhalb oder in Form von Bildern und Videos zu haben und mir das anzuschauen, aber es ist halt natürlich auch echt ein enorm großer Kraftaufwand für einen selber, sich das anzugucken. Und es ist halt auch genauso schön, wie es traurig ist. Jedenfalls, ja, wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video schon gesehen habt, wird auch schon ein bearbeitetes Video wieder auf diesem Kanal kommen. Das wollte ich eigentlich schon vor den Herbstferien geschnitten haben und hochgeladen haben, aber wir haben es jetzt schon anderthalb Monate später. Ich habe es immer noch nicht geschnitten, aber wie gesagt, ich freue mich mega drauf, das zu schneiden. Das ist auch eins meiner Lieblingsvideos, also dieses Format halt zu einer Musik halt passen, die Bilder und Videos, die aktuell sind, dazu zu schneiden. Und das mache ich halt mega gerne, ich freue mich da auch mega drauf und da kann man auch echt gut Emotionen mit reinbauen, aber ich muss halt schaffen, das zu schneiden. Und gerade nach dem Ganzen, was jetzt passiert ist, gehe ich jetzt nicht rein und setze mich an das Video, sondern ich gehe lieber raus und mache was mit meinen Tieren. Klar, nicht 24 Stunden, das geht nun mal einfach nicht, aber man lernt echt die Zeit schätzen zu wissen und man muss die Zeit einfach schätzen. Man sieht ja, wie schnell das einfach vorbeigehen kann und ja, wie gesagt, ich check das nicht, es ist so richtig unrealistisch, aber es ist nun mal, wie es ist. Man kann es nicht ändern, es wird irgendwie seinen Sinn haben, früher oder später wird man ihn vielleicht erfahren. Man muss jetzt weitermachen, wenn ihr weiterhin auf dem Laufen bleiben wollt, auch wegen Krümel und wie sich das alles weiterentwickelt, was ich selber noch nicht genau weiß zu diesem Zeitpunkt, dann schaut einfach mal auf Instagram, Facebook vorbei, da gebe ich immer schneller mal ein Update und ja, wenn ich das Video jetzt hier hochlade, bis ich das jetzt hier fertig geschnitten habe und bearbeitet habe und das andere auch schon hochgeladen ist und so, vergeht wahrscheinlich noch einiges an Zeit, bis ihr dieses Video jetzt seht. Jedenfalls schaut da gerne mal vorbei, da wird sicherlich mittlerweile jetzt Updates dazu geben. Ich wollte halt, wie gesagt, das einfach nur nicht unkommentiert lassen und ja,
ist schon echt verrückt dieses Jahr. Wie gesagt, ich check das einfach nicht richtig, muss ich vielleicht auch nicht und bin einfach mega traurig. Dieses Jahr 2017 hat natürlich auch viele positive Dinge. Heute ist zum Beispiel Schneewittchen und Shelties und mein Jahrestag. Wir haben 7-jähriges Jubiläum. Es ist halt echt krass und es gibt auch viele positive Dinge. Aber halt auch echt 4 echt krasse Schicksalsschläge, die echt also unbeschreiblich sind. Dafür finde ich auch keine Worte. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch nie so viel geweint und getrauert wie irgendein Jahr davor. Und ja, wollte euch das einfach nur kurz mitteilen. Und jetzt geht's halt mit dem Video weiter, wo ihr dann nochmal einmal in einem Follow Me About Liska und Peter seht. Wie gesagt, Merlin war zu dem Zeitpunkt ja schon nicht mehr hier. Aber irgendwie sind ja trotzdem immer da. Ich meine, Sterne sind auch immer da, auch wenn man sie nicht immer sieht. Von daher, so wird alles seinen Sinn haben. Ich wollte es halt bloß nicht unkommentiert lassen. Also danke fürs Zuhören. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter darüber reden, aber das waren erstmal so ein paar Worte, die ich rauslassen wollte. Es fällt mir echt nicht einfach, aber das Leben geht weiter. Und wie gesagt, irgendwie sind sie immer bei uns. Für immer. Und es gibt sicher auch viele, die jetzt sagen, wie kannst du so darüber reden? Und ja, irgendwie geht das so einigermaßen. Und ich finde es auch schön, mich an die Zeit zu erinnern. Man wäre ja nicht traurig, wenn die Zeit nicht einfach mega schön gewesen wäre. Man froh gewesen oder froh ist, dass es alles so passiert ist, dass man das erleben durfte, diese ganzen Erlebnisse und Ereignisse. Aber sobald ich mir halt wirklich bewusst mache, dass es nie wieder so sein wird, ist das einfach richtig hart, wie gesagt. Also ich kann drüber sprechen, aber hey, schön ist echt was anderes. Von daher viel Spaß bei diesem Video jetzt noch weiterhin. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt die letzten Aufnahmen von Liska und Krümel gemeinsam und von Peter. So ist das. Aber diese Dinge gehören halt auch dazu und ich finde es auch irgendwie blöd, das zu verschweigen. Auf meiner Seite habe ich ja schon einige Texte dazu gepostet. Text ist immer noch einfacher als was gesprochen ist, aber es gehört zum Leben dazu und es gehört nun mal auch jetzt zu diesem Video dazu. Und ja, deswegen ganz wichtig, die Zeit genießen. Oh, Lissi, Liska erschreckt sich immer vor der Kamera. Du brauchst nicht dazu vor zu erschrecken. Und natürlich dürfen meine Kaninchen auch in dem Follow-Me nicht rühren. Deshalb hier der Krümel und die Liska. Und hier haben wir noch den Peter. Na, Spatzi. Na, du? Ja, mein Schatzi. Sieht das ums Auge so schlimm aus? Das Auge ist noch gut, aber das rundherum, ne? Ach ja, dass man am Alter nichts machen kann, ist schon so eine Sache. Na, Spatz? Ja? Ich hab dich auch lieb. Hab dich auch ganz doll lieb. Für immer. Also natürlich habe ich heute noch solche Dinge gemacht oder werde ich jetzt noch machen, werde ich euch vielleicht hier auch noch ein bisschen einblenden. Sowas wie Beide abäppeln, Stall ausmisten, meine Kaninchen füttern, meine Ponys bald fertig machen. Solche Dinge einfach alle sind natürlich auch noch mit am Start, aber die kennt ihr ja aus den meisten Follow Me Around. Deswegen habe ich heute mal als Hauptthema Deichausflug und Emil mit reingenommen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag bei sehr, sehr schönem Wetter und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!